Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Amazon Fashion Haul für euch. Shoppen bzw. Online-Shopping mit den Kindern, die dann links und rechts laufen, alles anprobieren in der Kabine, an, aus. Das ist etwas, was ich über alles hasse. Früher mochte ich es als Jugendliche oder als ja, jüngere Frau, aber mit den vielen kleinen Kindern ist das überhaupt nichts. Deswegen liebe ich halt Online-Shopping und ich bin vor kurzem darauf gestoßen, dass Amazon eine eigene Fashion-Abteilung hat. What? Mit richtig, richtig coolen Pieces und auch viele, viele Marken sind dort vertreten. Also es ist nicht nur, dass man irgendwelche Klamotten dort shoppt, sondern auch wirklich von großen Marken und ich war sehr, sehr verwundert und seitdem stöber ich immer zuerst bei Amazon, wenn ich etwas explizit suche. Und ich habe jetzt im Wert von circa 900 Euro bei Amazon eingekauft. Nur 10.000 Dollar? Das geht doch noch! Und ich werde euch das alles zeigen. Ich habe übrigens alle Sachen, die ich bei Amazon gekauft habe, unten in der Infobox verlinkt. Ich habe euch meinen, das ist mein Amazon Influencer Shop, so nennt sich das. Jetzt nicht direkt schon, dass ich den verkaufe, die Sachen, sondern ich habe so einen gesammelten Link-Shop für euch, wo ich alles unter Kategorien eingeordnet habe. Ihr braucht einfach nur mal direkt klicken, zum Beispiel Elektronik, Fashion, Beauty. Dort habe ich euch alles verlinkt, was wir so nutzen, was ich bei Amazon bestelle, was ich euch empfehle und auch natürlich hier in dem Video werdet ihr in diesem Shop unter Fashion finden. Aber nicht nur, denn ich werde euch die ganzen Pieces auch separat extra verlinken. Macht einen Blick in die Infobox definitiv, um die Sachen zu finden. Ich fange mal an, denn es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Denn ja, ich habe so einige Sachen von Schuhen, Klamotten und so weiter. Let's go. Machen wir gleich das erste Paket auf. Was habe ich denn da drinnen? Ah, ich weiß schon. Ich habe mir da von der Marke Vero Moda dieses coole Shirt bestellt. Es schaut ja eher so wie ein leichter Pullover aus. Ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung dafür ist. Bluse nennen die es. Bluse würde ich es jetzt nicht nennen, aber so schaut der Stoff aus. Und ich sag's euch, das liegt so schön am Körper. Ich habe das schon davor in der Farbe beige bestellt. Zeig euch gleich. Und zwar, das habe ich vorhin aus der Waschmaschine geholt, also aus dem Trockner. Das schaut so aus in dieser Farbe. Und jetzt habe ich es mir halt nochmal nachbestellt. In der Farbe braun und in noch einer Farbe. Wird sich wahrscheinlich unter den Paketen hier befinden. Ich habe mir das nachgekauft, weil das ist ein super schön anliegendes Shirt. Durch diese Musterung hier, seht ihr das, wie es geschnitten ist, macht es einfach wirklich so einen schönen femininen Körper. Und hier steht auch, dass es quasi aus Materialien gemacht wird, die recycelt geworden sind. Dann habe ich hier eine weiße Bluse für mich bestellt. Das würde ich eher als Bluse bezeichnen. Also das ist von der Marke Grace Karen. Ich weiß nicht, ob das eine Marke ist, die man so kennt. Aber ich habe die bei Amazon Fashion jetzt öfter gesehen. Grace Karen. Ein weißes Hemd halt, also eine Bluse. Ja. Es ist ein ganz schöner Stoff. Und der Cut ist auf jeden Fall auch wunderschön. Ich habe das genommen, weil mir hier oben so gut gefallen hat, dass es nicht so klassisch ist, sondern dass der Kragen ein bisschen, seht ihr das? Der Kragen ist so ein bisschen ja, größer als sonst und so ein bisschen breiter. Und geht so ein bisschen in die Tiefe. Und hinten schaut die Bluse so aus. Wirklich wunderschön. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Weiß. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an. Und ich habe hier die Größe L, genauso wie auch bei diesem Teil. Dann habe ich auch Ohrringe bestellt. Wusstet ihr, dass es auch Schmuck gibt? Und jetzt nicht nur von so irgendwelchen Marken, sondern auch wirklich von Purelay, Swarovski. Es gibt einen riesengroßen Swarovski-Shop bei Amazon. Ich war wirklich verblüfft, ich konnte mich nicht entscheiden, was ich nehmen soll. Auf jeden Fall habe ich von dieser Marke hier Lolias, heißt das? Das sind so Ringe, die zeige ich euch gleich. Das sind so Ringe, die man auf verschiedenen Zwischenhöhen des Fingers trägt, kennt man, oder? Ist halt so stylisch und ich trage ja eigentlich außer meinen Ehering gar keine Ringe, weil ich habe sehr, sehr kleine Hände, dementsprechend dünne Finger. Ich finde immer sehr schwer Ringe und dementsprechend ist auch der zum Beispiel zu groß. Aber hier in der Mitte passt er sehr gut. Bitte schaut euch das an, wie schön der ist.
Ich kann euch jetzt leider noch nicht viel zur Qualität sagen, weil ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt abfärben wird oder nicht. Laut Rezensionen tut er das nicht. Ich lese ja immer sehr brav Rezensionen, mache das auch. Ich habe mir das einfach jetzt auf jeden Fall für dieses Event bestellt, wo ich am Wochenende sein werde, wo ich euch auch mitnehmen werde in Italien. Und ich habe auf jeden Fall so Ringe gesucht. Jo, schaut schon sehr schick aus. Ich habe jetzt noch einen Ring ausgepackt, der hat die Größe 5, steht Size 5 drauf. Und der zum Beispiel, den könnte ich entweder am kleinen Finger tragen, mehr oder weniger ist groß. Vielleicht könnte ich den auch am Ringfinger tragen. Kritisch. Die kriege ich nicht mehr ab. Aber eigentlich habe ich mir diese Ringe bestellt, dass ich sie hier so in der Mitte tragen kann. Ich finde, sowas schaut echt mega stylisch und cool aus. Und dieser Ring ist zum Beispiel so gewellt. Richtig schön. Da habe ich halt, wie gesagt, von jedem Ring 2 immer. Nur halt in verschiedenen Größen. Also entweder bestellt man sich die für sich, um einfach sie so zu tragen. Und man teilt sich mit einer Freundin mit kleinen Fingern. Oder mit der Tochter. Das ist auf jeden Fall so ein Pack aus mehreren Ringen. Im Grunde genommen sind es 2, 4, 6, 8, 10. Also 10 Ringe. Und die Ringe schauen wirklich sehr, sehr schön aus. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Einmal komplett normal. Aber das ist mein Favorite. Hier sind dann die Ohrringe drin. Ich habe nämlich auch ein Set-Ohrringe bestellt. Das sind so Stecker. Die finde ich richtig cool, denn diese Stecker sind hinten platt, wie so ein Piercing sozusagen. Aber nur, dass es kein Piercing halt ist, dass es ein ganz normaler Stecker ist. Und, Moment, sind echt viele drin. Die sehen so cool aus. Schaut mal. Seht ihr das? Ich hole mal einen raus, um euch den genauer zu zeigen. Die schauen so, so schön aus. Wow. Cool. Ich habe übrigens 2 Ohrlöcher. Die ersten habe ich schon als kleines Baby bekommen. Und die zweiten habe ich mir irgendwann mal als Erwachsene nachstecken lassen. Ich zeige euch mal ein Modell. Also, so schauen die aus. So ist der Stecker, so ein kleiner Diamant. Und hinten, seht ihr, da ist so ein Plättchen. Man dreht es auf. Das ist ja wie gesagt, wie ein Piercing. Seht ihr das? Da habe ich es rausgedreht. Und ich kann euch diese Ohrringe wirklich empfehlen, falls ihr für Kinder Ohrringe sucht, die da hinten nicht so stören. Zum Beispiel die Lara findet solche Ohrringe ganz nervig. Sie hat das Gefühl, als würde sie das stechen. Und mit solchen Ohrringen, wie Piercings ausschauen, hat man das Problem nicht mehr. Deswegen finde ich die so cool und die sind wirklich mega schöne Modelle. Ich werde euch natürlich hier nochmal ein Foto einblenden, damit ihr diese Ohrringe auch sehen könnt, wie sie bei Amazon ausschauen. Weiter geht's. Machen wir mal gleich dieses auf. Ich liebe es. Okay, was ist das denn? Ah, cool. Ich glaube, das sind dann die anderen Ohrringe drin. Ich habe der Michelle nämlich auch andere Ohrringe bestellt. Boah, so groß sind die. Jetzt gar nicht damit gerechnet. Und zwar habe ich da nämlich so Gucci-Ohrringe bestellt, also mit diesem GG-Logo, was man halt so kennt von den Gürteln. Die sind halt doch ein bisschen größer als gedacht. Ich dachte, die sind wirklich ganz klein. Die sind halt doch, sag ich mal, recht groß. Also auf meinem Ohr, und ich habe doch ein recht großes Ohrläppchen, ist das sehr ausfüllend. Also wenn man da so ein kleines Ohrläppchen hat, würde ich die eher nicht so empfehlen. Mal gucken, was die Michelle dazu sagt. Zur Not kann man sie ja dann immer zurückschicken, ne? So ist es ja halt bei Amazon. Weiter geht's. Mal schauen, was da noch drinnen ist. Oh mein Gott, ich bin wir joggen in Italien auf so einem Event und dafür habe ich mir für mein Glitzerkleid, das ich übrigens schon gewählt habe natürlich, ihr seht es dann, wenn ich euch mitnehme, eine, wie heißt das? Hier ist denn der Name dafür? Eine Glitzerklatsch bestellt. Ist die nicht super schön? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe sie in Silber genommen, weil ich dachte, ich bestelle mir silberne Schuhe. Habe aber keine silbernen Schuhe mehr gefunden. Jetzt muss ich schauen. Ich habe jetzt goldene Schuhe bestellt. Wir werden jetzt sehen, wie ich das jetzt löse, das Problem. Aber die Klatsch schaut auf jeden Fall mega schön aus. Da geht sich vielleicht mein Handy dran aus. Hoffentlich. Oh. Also gut, mein Handy geht sich mal nicht aus. Diese Klatsch fällt leider aus. Oh no. Ich kann die nicht mitnehmen. Ich kriege mein Handy nicht rein. Mist, ich habe ja auch dieses iPhone X Pro. Deswegen kriege ich es nicht rein. Wenn ihr ein kleineres Handy habt, also ich ein kleineres Handy hätte, dann würde ich es reinkriegen. Aber das kriege ich definitiv nicht rein. Ich kann nur zwicken und zwacken, was ich will. Gut, dann heißt es, diese Tasche kann ich dann leider nicht mit zum Event nehmen. Aber sie ist trotzdem wunderschön. Sie hat außerdem auch eine Kette dabei, die man so anhängen kann. Und sie ist so süß. Oh Gott, sie ist so schön. Schaut mal, wie sie funkelt. Die muss ich dann leider vielleicht zurückschicken. Ja, werde ich zurückschicken, weil, was soll ich denn damit? Ich überlege gerade, wo ich sie noch einsetzen kann, weil sie so schön funkelt. Aber, I'm sorry, wenn mein Handy nicht reingeht,
Weiter geht's. Da ist noch dieses andere Shirt von Vero Moda. Das, was ich so schön finde, das habe ich ja schon gesagt, in mehreren Farben bestellt. Deswegen habe ich es auch in grün gestreift mitgenommen. Das ist eine coole Farbe, oder? Ich glaube, die steht mir mit dieser Haarfarbe und so. Es schaut so klein aus. Es ist L, aber es liegt so schön am Körper. Und man will man sich ja ständig das nur anhaben. Nur dieses Shirt. Nichts anderes mehr. Jetzt habe ich 3 davon. Yay! Das ist... diese Hose. Oh mein Gott, ich weiß schon. Das ist so eine coole Hose. Ich habe mir so von der Marke Tom Taylor so eine echt coole Hose bestellt, die so einen richtig coolen Schnitt hat. Also die schaut mal so aus. Erkennt man noch nicht viel. Außer, dass es eine schwarze Hose ist. Sie hat breite... Wie sagt man dazu? Breite Beine. Diese Hose schaut so cool aus und sie hat einen weiten Bund. Und das ist meine 2. Hose von Tom Taylor, denn Tom Taylor macht so schöne Hosen. Ich zeige euch gleich die andere, die ich schon beim letzten Mal bestellt habe. Einige, die mir auf Instagram folgen, kennen sie vielleicht schon. One moment, please. Die ist natürlich auch über Amazon bestellt. Ihr findet den Link unten in der Infobox. Und so schaut sie aus. Sie hat hier oben so einen weiten. Das ist aber eine Größe L, aber... liegt trotzdem wunderschön. Und das Bein schaut so aus. Das ist richtig weit. Und es schaut richtig, richtig cool aus mit so hohen Schuhen und so klobigen Schuhen. Schaut wirklich mega cool aus. Es ist jetzt modern auf jeden Fall, so weite Sachen. Und ich liebe diese Hose. Sie ist sehr bequem und sie ist aus Leinen. Sie ist beige, hat natürlich auch Hosentaschen. Hier sieht man nochmal dieses Tom Taylor Logo. Und ich finde es so cool, dass man bei Amazon auch so Markensachen shoppen kann. Wie Tom Taylor, Vero Moda und so weiter. Und ich habe mir von Vero Moda, nein, von Tom Taylor... aber ich da auch diese Bluse mitgenommen. Die hat keine Ärmel, auch beige. Ich trage das zusammen mit der Hose. Ist kein Set oder so, das habe ich selber zusammengestellt. Ich finde, es passt sehr gut zusammen von der Farbe her und auch vom Stoff her. Die Bluse ist so wie so gerafft. Sieht wirklich mega cool aus. Es ist kein Musselinstoff, sondern einfach ganz normales Baumwollding. Aber der Stoff ist halt so irgendwie gerafft und sie liegt wirklich sehr, sehr cool. Jetzt ist halt nicht mehr so die perfekte Jahreszeit dafür, denn es wird schon langsam kälter, aber I liked it. Tom Taylor hat wirklich wunderschöne Sachen. Und ohne Amazon wäre ich da nie drauf gekommen, weil ich gedacht habe, naja, Tom Taylor ist nicht so meine Marke, aber liebe ich. Bei Amazon habe ich mir übrigens auch dieses Dreierpack Leggings bestellt von der Marke Only. Und das ist die bequemste Leggings, die ich jemals hatte. Ich habe sie sogar heute an. Schaut euch an, sie ist so bequem, ich schwör's euch. Verlinke ich euch auch diese Leggings unten, die ist super bequem. Wie gesagt, sie ist von der Marke Only, kennt ihr bestimmt. Und ja, im Dreierpack war die echt günstig. Bei Amazon Fashion gibt es natürlich auch Schuhe und da habe ich mir diese Hausschuhe bestellt. Ich liebe ja so flauschige Hausschuhe. Wisst ihr, warum ich die so liebe? Sie sind erstens super flauschig am Fuß. Und wenn sie ein bisschen dreckig werden oder ja, ich mal nasse Füße habe und damit reingehe und sie vielleicht ein bisschen nicht mehr so schön werden und ich meine Füße eingeschmiert habe oder sonst irgendwas. Oder ja, letztens hat mir, ich glaube, der Philipp Ketchup über den Fuß geschüttet. Ja, kann ich sie dann in der Waschmaschine waschen? Und die habe ich sogar schon einmal gewaschen. Und die sind trotzdem super flauschig und die fühlen sich wirklich sehr, sehr schön an. Die gibt es in mehreren Farben. Ich habe sie schon mal in schwarz gehabt und jetzt habe ich sie in grau genommen. Das letzte Mal habe ich mir bei Amazon auch diese mega geilen, super schönen Schuhe bestellt. Und ich sag's euch, die schauen bequem aus. Vielleicht für den einen oder anderen denkt ihr euch so, aber die sind echt bequem. Ich habe sie schon zum Geburtstag meiner besten Freundin angezogen. Natürlich nach ein paar Stunden, sage ich mal so 6-7, schmerzt schon ein bisschen, aber grundsätzlich, na, wenn man halt, ja, in solchen Schuhen ist man das halt nicht gewöhnt. Aber so zu einem Event, wenn man sie anhat, sind die wirklich super schön. Und die machen einen sehr, sehr attraktiven Fuß, einen sehr sexy Fuß. Sie sind hier wirklich nur durch dieses Riemchen, also man sieht den Fuß komplett, so wie er ist. Damit will ich meine, er ist nicht bedeckt, sondern er ist wirklich nur durch dieses Riemchen hier und dann hier am Knöchel hat man noch eins, ein sehr, sehr schöner Absatz, heißt das so, ja, Absatz. Auf jeden Fall ein sehr schöner Schuh. Ich glaube, aktuell ist er leider ausverkauft in dieser Farbe, denn ich habe ihn schon mal auf Instagram verlinkt. Und er ist übrigens größengetreu. Ich habe hier nämlich 38, ich trage bei Sneaker 37 und bei solchen Schuhen 38. Also er ist wirklich realitätsgetreu, falls ihr den Schuh auch für euch holen wollt. Oh, wieder Schuhe. Ich habe mir hier weiße Sneaker bestellt für Italien. Ich habe zwar die Nike Air Force in weiß, aber die sind jetzt ein bisschen schmuddelig geworden. Deswegen wollte ich ganz
super reine weiße Sneaker. Ihr wisst, nichts geht über einen schönen weißen Sneaker. Und ich habe mich, eigentlich liebe ich diesen Schuh schon länger. Ich habe letztendlich bestellt. Ich finde ihn so schön. Das ist der Puma Kali. Also die genaue Bezeichnung ist Puma Kali Sport in weiß. Bitte schaut ihn euch an, ist der nicht wunderschön? Den habe ich tatsächlich jetzt in der Größe 37, weil ich euch ja gesagt habe, Sneaker trage ich ein bisschen kleiner. Ich liebe das, wenn Sneaker so schöne, breite Sohlen hat und sie so schön glänzend weiß sind. Ich liebe auch den Geruch. Ja, der Kali ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ein sehr, sehr schöner Puma. Deswegen habe ich dem hier den gegönnt. Was haben wir hier noch drinnen? Ah, cool. Ich habe mir für mein Kleid einen hautfarbenen BH bestellt. Von der Marke Triumph. Der hat sehr gute Bewertungen. Den werde ich euch natürlich nicht angezogen zeigen. Logisch, ne? Aber so schaut der aus. Oh mein Gott, schaut so skurril aus, wenn man so sein BH vor allem in der Hautfarbe ist. Aber der hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Rezessionen. Der heißt, es ist ein Padded Bra. Also der ist jetzt nicht komplett wattiert. Also ich mag das nämlich nicht. Vor allem, ich glaube, vielleicht Frauen mit eher größeren Brüsten wissen, von was ich spreche. Wenn es wattiert ist und so vorgefertigt, ist es komisch. Und der ist nicht wattiert, sondern es ist nur so ein, ja, ein Stoff sozusagen, der ist auch schön dehnbar. Der ist halt von der Marke Triumph. True Shape Sensation, so heißt er. Ich werde ihn euch unten verlinken. Lest euch selbst die Rezessionen durch. Ich habe einen genommen, der jetzt nicht so dicke, aber auch nicht so dünne hat, weil dünne bei Frauen mit großen Brüsten, purer Mord, das schneidet ein, es tut einfach weh. Deswegen finde ich das super, dass die von Triumph ein bisschen einen breiteren gemacht haben, aber jetzt alle nicht allzu breit. Aktuell trage ich auch einen mit einem breiten. Das ist eigentlich fast gleich, ja. Richtig top, da runter. Mein Kleid überdeckt es, das ist sehr, sehr toll. Und Hautfarben, weil ich habe hier unten bei meinem Kleid so ein Nest, ein Netz und das ist leicht durchsichtig, so viel zum BH. Dann, was haben wir hier noch? Ich habe mir auch neue Jeans bestellt und zwar, also die ist von der Marke Only. Ich habe sie in M Länge 30 genommen, weil ich bin ja doch eh nicht so groß und die schaut so aus. Die ist skinny und stretchy, mid-waist, also sie ist nicht high-waist, auch nicht zu dünn, also zu unter dem Bauch, so mittig. Auf jeden Fall, so schaut die Farbe aus. Richtig, richtig cool. Dann habe ich mir auch so ein kariertes Westchen, Jäckchen. I don't know. Ich habe auf jeden Fall mehrere solche Jacken. Ich finde die so cool. Die schauen einfach super stylisch aus. Ist auf jeden Fall wie so ein Hemd, aber ein bisschen dicker. Man trägt es eher so als Jacke. Und diese Farbe fand ich sehr, sehr schön. Also so beige-braun, perfekt jetzt für den Herbst. Und die hat die Größe L. Sie mal ein bisschen auf. Also sie ist wie gesagt wie so ein Flanellhemd, aber halt so ein, ja, ein Flanell, ein fettes Flanellhemd. Man kann darunter ein weißes, cooles Shirt anziehen, eine Jeans. Das schaut auf jeden Fall richtig top aus und man wirft sich so um und dann ist man cool. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall, was in diesem Paket drinnen ist, denn das ist was richtig Tolles. Und wie gesagt, ich wusste nicht, dass Amazon auch sowas hat, denn da lässt einem das Frauenherz höher schlagen. Was da drinnen ist, zeige ich euch gleich. Und zwar... Okay, man kennt noch nichts. Oh mein Gott, ist hier nicht wunderschön. Es gibt auch Markentaschen bei Amazon und halt vertrieben durch diverse Shops. Und ist das nicht mega cool? Ich habe mir bei Amazon eine Gas-Shopper-Tasche bestellt. Die ist wirklich wunderschön. Ah, sie riecht so gut. Welche genau das ist, findet ihr natürlich unten in der Infobox, meine Lieben. Ich werde sie euch verlinken. Ich habe sie mir jetzt eigentlich für die Reise bestellt, für den Flieger, dass ich in der Shoppertasche habe. Ich habe jetzt aktuell noch meine kleine Donna Karen Tote Bag und die ist halt zu klein. Ich habe mir gedacht, jetzt war für den Flieger, dass ich da was Sachen habe, ne? Zeugs halt. Platz. Was ich reinpacken kann. Ja, auf jeden Fall passt da ordentlich Zeug rein. Eventuell eine Wasserflasche, mein Parfum, ein paar Sachen halt, vielleicht Snacks. Ja, auf jeden Fall ist die mega schön. Die hat hier auch so einen Reißverschluss, hat den Fach hier. Ja, cool. Da kann man so Sachen reingeben, vielleicht das Handy oder so. Vielleicht anderes Zeugs. Ja, ich werde das auf jeden Fall ja, noch gut einteilen, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Macht das so Spaß, so seine Tasche immer zu befüllen. Geht's ja auch so, ich bin immer so, so als würde ich eine Wohnung einrichten. So. Keine Ahnung, Frauen und ihre Taschen. Auf jeden Fall habe ich da noch eine, Moment, ich hänge da fest, eine kleine Tasche da drinnen. Ist das nicht cool? Man hat hier 2 in 1. Ist das nicht cool? Einfach 2 in 1. Das macht mich gerade so happy. Ja, ich weiß es selber jetzt gerade nicht. Ich meine, eigentlich kann man die als eigene individuelle Tasche auch nehmen. Oder man lässt sie drinnen. Nein, oder?
Okay. Ah, doch, doch, doch. Ah, stimmt. Das könnte man sogar als Wickeltasche machen. Voll cool. Da kann man zum Beispiel Windeln reingeben. Also Mutter denke ich natürlich auch praktisch. Ist irgendwie so ein kleines Täschchen. Ich meine, es ist nicht so ein richtiges Täschchen, weil es hat hier so ein Clip. Heißt das Clip? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein Knopf halt. Im Endeffekt könnte man sich so eine kleine Zwischendurchtasche auch nehmen. Wenn man das mal so, weiß ich, aus dem Shopper rausholt. Richtig cool. Und was ist das? Oh, schaut mal. Bei Markentaschen natürlich auch so ein Bag dabei, dass man die dann zu Hause aufbewahrt, dass sie nicht staubig wird. Also auf jeden Fall einmal diese Tasche hier. Dann habe ich mir von Guess auch ein... Sehr gut, gleich. Was glaubt ihr, was da drin ist? Was könnte es sein? Ein Portemonnaie, ein Geldtasche, eine Geldtasche auch bestellt. Auch im selben schlichten Design, meine ist schon recht hinüber und ich finde die ist mega schön. Ich mag solche Portemonnaies, Geldtaschen sehr, die man so aufklappt und man hat hier einfach Platz für seine Karten. Wobei, ja, man hat ja mittlerweile schon vieles auf dem Handy, aber ich habe tatsächlich noch viele Karten, die ich tatsächlich bei mir herumschleppe, ne? Bankkarten, Kreditkarte, PayPal-Karte und so weiter. Ja, da hat man halt auch für Kleingeld Platz und hier für, ja, die Scheine. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Schlichtes Design. Hier kann man auch natürlich noch Kleingeld reingeben. Und noch irgendwelche Sachen reinstecken. Wahrscheinlich so Gutscheine, Coupons oder Rechnungen vielleicht, wenn man gerade tanken war. Cool, oder? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und als letztes Piece habe ich mir eine Valentino bestellt. Ich konnte mich zuerst nicht entscheiden. Ich zeige euch gleich. Für den ersten Abend in Italien haben wir Outfit Business Casual. Ich kann mir noch nicht entscheiden, entweder sagst du, Hemd mit Hose oder ein Kleid. Aber dafür habe ich mir auf jeden Fall, weil ich das auf einem Bild gesehen habe, eine beige Tasche bestellt. Und zwar von Valentino. Ich konnte mich wie gesagt nicht entscheiden. Es gibt diese Tasche auch in Schwarz. Schaut genau gleich aus, nur dass es schwarz ist. Aber ich habe halt schon so viele Taschen in Schwarz. Und ich habe mir gedacht, ich traue mich mal und bestelle mal so eine, ja, andere Farbe. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Tasche und eine sehr schöne Farbe. Die passt sehr gut, finde ich, zu einem Business-Outfit. Bin sehr, sehr happy darüber. Die ist super schön. Ah, I like that. Die Valentino hat hier so ein, also so ein Drucker. Ein Drucker, genau. Und so schaut sie innen drinnen aus. Da ist auf jeden Fall die Tüte für zu Hause. So. Und schau mal, wie ich es euch zeigen kann. Ja, kann man ihn eigentlich ganz gut sehen. Das ist der Raum da drinnen. Der ist jetzt nicht gewaltig groß, aber ich finde für einen Abend, Handy, vielleicht ein bisschen Make-up, irgendwas zum Auffrischen, Lippenstift, Parfum und so weiter, geht sich da locker aus, Geldbörse natürlich. Man hat hier so ein Fach, das man aufmachen kann, also dass man quasi mit einem Zip verschließen kann. Für diverses Kleinzeug, vielleicht fürs Handy, vielleicht für Kleingeld, was auch immer. Und dann hat man hier an der Seite auch nochmal so ein Fach und natürlich halt diesen Raum hier in der Mitte sozusagen. Ja, und das Ganze hat hier so einen goldenen Umhänger, so eine Kette halt. Ich vielleicht auch runtergehen, damit ihr es besser sehen könnt. Und so schaut es aus. Also, hier seht ihr die goldenen Ketten. Und hier oben für die Schultern ist halt nochmal so ein Leder. Und dann liegt es halt so, dann reißt es halt nicht so an den Haaren. Und gibt halt, kennt ihr das, wenn man das so an den Haaren hängt, dann tut das ein bisschen weh. Und somit hat man das Problem natürlich nicht so. Sie schaut wirklich sehr schön aus. Natürlich passt jetzt zu diesem blauen Bus-Sweater nicht so ganz. Aber sie ist wunderschön. Oh mein Gott, ich liebe sie. Ja, ist sie nicht wunderschön? Weiter geht's. Was ist denn da drin? Oh, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Meine Glitzer High Heels sind da. Mega cool. Ich habe sie passend zu meinem Kleid in Pink, ist das Pink-Lila Glitzer bestellt. Ich hatte ja eigentlich geplant, dass ich sie in Silber bestelle, weil es sollte ja mit dem hier zusammenpassen. Aber da passt ja mein Handy nicht rein. Deswegen muss ich mir was anderes überlegen. Ich meine, würde gehen. Glitzer und Glitzer geht eigentlich hier immer. So schaut der aus. Voll schön. Das Kleid, das ich habe, das passt auf jeden Fall perfekt dazu, weil es ist auch glittery und es ist auch leicht rosa, lila mäßig. Auf jeden Fall wollte ich für mein Kleid einen offenen Schuh und ja, habe hier halt diese Riemchen-Sandalen, heißen ja so, glaube ich, genommen. Riemchen-Sandalen. Das ist dann der zweite dazu. Die waren sogar vergünstigt. Anstatt 50 Euro sowas um die 20 Euro. Das ist ja nicht mehr aufwendig, aber schaut in die Infobox. Dann habe ich hier noch eine Jeans. Und zwar habe ich jetzt eine von Vero Moda genommen. Ich bin ja so begeistert
von Vero Moda, von diesem Shirt und von Tom Taylor und Only. Deswegen habe ich da auf jeden Fall bei den Jeans auch zugeschlagen, weil die haben da wirklich tolle Preise und sehr, sehr schöne Modelle. Schaut euch an, so schaut die von Vero Moda aus, also das ist die Farbe. Finde ich auch so cool, dass es so ein bisschen washed out hier ist. Und unten ist es nicht so gefranst, sondern normal geschnitten, richtig schön. Das ist auch eine Mid-Rise Skinny, also genau vom selben Schnitt her. Und ich habe sie in derselben Größe genommen. Aber wie gesagt, schaut auf jeden Fall unten in die Infobox, da werde ich sie euch verlinken, da könnt ihr euch auch die Preise und so anschauen. Und ob sie in eurer Größe gibt, nutzt auf jeden Fall diese Größentabelle, da könnt ihr euch abmessen zu Hause. Das finde ich ja so cool. Muss man nicht 3000 Jeans anprobieren, also man misst sich ab und bestellt sich das eine. Und wenn es nicht passt, kann man sie auch zurückschicken und sich eine andere Größe nehmen. Und dann, stimmt, in schwarz habe ich sie auch genommen. Oh mein Gott, das ist so schön. Das schaut aus, als wäre es für ein Kind, aber es ist natürlich für mich. Und das ist auf jeden Fall mein favorite Shirt. Ich glaube, das habt ihr jetzt mittlerweile erkannt, denn ich habe es jetzt 4-mal zu Hause in verschiedenen Farben. Ja, das war jetzt so das letzte Piece, meine Lieben. Das war es jetzt mit meinem 900 Euro Amazon Fashion Haul. Ihr findet, wie schon erwähnt, alles unten in der Infobox. Schaut auch gerne bei meinem Amazon Influencer Shop vorbei. Dort habe ich euch wirklich alles verlinkt. Nicht nur von Fashion, sondern auch tatsächlich von Elektronik, die wir nutzen für die YouTube. Meine Leuchten, Kameras, auch Spielsachen, Babyabteilung, alles, was wir für die Kinder und für den Baby nutzen. Schaut auf jeden Fall dort gerne vorbei. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Küsse euch, bis zum nächsten Mal. Ciao!